Midi, Monsieur, Dame, il faut cuisiner. Ich lese das Buchschulbuch Der junge Koch, die junge Köchin. Ein Buch ganz ohne Serifenschrift und es ist deshalb schwer zu lesen. Mir gefällt auch der Inhalt in Teilen nicht besonders gut. Ich finde das fragwürdig, was da steht. Es ist aber das Berufsschulbuch für Köche und wird deshalb vorgelesen. Ich zeige es einmal. Und ich bin angekommen im Teil Einführung im Kapitel Umwelt- und Verbraucherschutz bei 2.2 Kennzeichnung von Lebensmitteln und da im Teil Qualitätssiegel auf Lebensmitteln. Es gibt hier drei Qualitätssiegel, die vorgestellt werden. Das deutsche Bio-Siegel, das EU-Bio-Siegel und das MSC-Siegel. Das deutsche Bio-Siegel. Bio, in Klammern Kurzform für biologische Landwirtschaft, Klammer zu, ist ein durch EU-Recht geschützter Begriff. Wer Waren mit der Aufschrift Bio kennzeichnet, muss die Kriterien für das Bio-Siegel einhalten. Zusätzlich dürfen diese Waren das Bio-Siegel in Klammern Logo tragen. Für die Erteilung des Bio-Siegels müssen mindestens 95% der Zutaten eines Produktes aus ökologischem Landbau stammen. Das bedeutet, dass, erster Punkt, keine Strahlung zur Konservierung eingesetzt wird. Zweiter Punkt, keine gentechnisch veränderten Organismen zur Erzeugung verwendet werden, in Klammern zum Beispiel gentechnisch verändertes Saatgut. Dritter Punkt, keine künstlichen Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden. Nächster Punkt, keine mineralischen Dünger benutzt wurden. Da sind wir wieder dabei, dass das keine Serifen hat und deshalb schwer zu lesen ist. Nächster Punkt, keine Geschmacksverstärker, künstliche Aromen, Farbstoffe und Emulgatoren verarbeitet werden und, nächster Punkt, Tiere artgerecht gehalten werden. Das Deutsche Marken- und Patentamt überwacht im Auftrag des Bundesverbraucherschutzministeriums die Verwendung des Bio-Siegels. Dann gibt es hier einen Kommentar auf der rechten Seite. Bei einer unrechtmäßigen Verwendung des Bio-Siegels wird das Produkt eingezogen und eine Geldstrafe bis zu einer Höhe von 30.000 Euro ausgesprochen. Dann kommt das EU-Bio-Siegel. Alle verpackt in den Handel kommenden Bio-Lebensmittel müssen das EU-Bio-Siegel tragen. Unverpackte Produkte können freiwillig gekennzeichnet werden. Auch hier müssen 95% der Zutaten aus ökologischer Landwirtschaft stammen. Landwirte, die von einer traditionellen Landwirtschaft auf Biolandwirtschaft umstellen, müssen eine zweijährige Umstellungsphase einhalten. Kontrollbehörden der EU überwachen und kontrollieren die Einhaltung der EU-Verordnung für biologische Landwirtschaft. Gibt es einen Hinweis auf die CD? Hier am Ende des Buches ist eine CD enthalten. Und dann gibt es hier einen roten Punkt mit einem Kasten. Das deutsche Bio-Siegel und das EU-Bio-Siegel dürfen parallel verwendet werden. Jetzt das letzte Qualitätssiegel auf Lebensmitteln, das MSC-Siegel. Das Marine Stewardship Council ist eine gemeinnützige Organisation, die sich gegen eine Überfischung der Weltmeere einsetzt. Die Förderung der Nachhaltigkeit, in Klammern, das heißt, es darf nur so viel gefischt werden, wie nachwächst, Klammer zu, ist das Hauptziel der Organisation. Eine Expertenkommission aus Wissenschaftlern, Fischereiexperten und Umweltschützern prüft, ob die Vorgaben für Fischerei eingehalten werden
und vergibt danach das MSC-Siegel. Produkte mit einem MSC-Siegel lassen sich zurückverfolgen. Mithilfe eines Rückverfolgungscodes auf der Verpackung kann der Endverbraucher nachvollziehen, woher der Fisch stammt. Das MSC-Siegel wird nur für Wildfisch vergeben, nicht für Fisch aus Aufzucht-Aquakulturen. Das ist noch ein Punkt an der Seite. So, als nächstes kommt 2.3 Verordnung über Lebensmittelhygiene in Klammern Basishygiene. Das sind ja 3 Seiten. Das sind noch mehr als 3 Seiten. Werde ich auch mehrere Teile draus machen. Sonst wird mir das zu viel. Das kann man schlecht hochladen, wenn das so groß wird. Tschüss.